Heute starten wir mal anders rein, und zwar mit Zahlen. 1,8, 9,22 und 412. Und was könnte das bedeuten? 1,8, das ist die Zeit von 0 auf 100. 9,22 Sekunden, das ist nicht etwa 0 bis 200, sondern 0 bis 300. Und 412, das ist der Top Speed. Und diese Zahlen gehören zu diesem Auto. Rimac Nevera. Und ich sehe euch jetzt ja schon vor meinem inneren Auge, wie ihr da eintippt, ganz wild. Rimac? Rimac? Das heißt doch Rimac. Das schreibt man doch Rimac. Ja, man schreibt es Rimac, aber es wird Rimac ausgesprochen. Das kann ich euch versichern. Das habe ich selber auch in Erfahrung gebracht. Also Rimac Nevera ist der Name. Es ist das zweite Auto der Marke aus Kroatien. Und ja, die Zahlen, die sind ja einfach schon absurd, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Das war nur die Fahrleistung. Auch die Leistungswerte sind absurd. 1914 PS steht passenderweise auch noch auf dem Kennzeichen. Das sind 1400 kW, 2360 Newtonmeter Gesamtdrehmoment. Und ganz ehrlich, also wenn ich darüber nachdenke, habe ich schon so das Gefühl, einfach wenn ich sage, klingt das schon komplett verrückt. 412 km/h, damit ist der Nevera das schnellste Elektroauto der Welt, sogar schneller als ein Bugatti Veyron. Gut, der ist auch schon einige Jahre alt, aber es ist wirklich ein verdammt schnelles Auto. Und heute habe ich nicht nur die Möglichkeit, mir das Auto anzuschauen, euch alles zu zeigen, sondern ich darf das Auto auch fahren. Und was mich da natürlich besonders interessiert, ich meine ganz ehrlich, unter uns gesprochen, dass Elektroautos schnell sind, das wissen wir. Und dieses Auto wird wahrscheinlich einfach unglaublich schnell sein. Aber was mich mehr interessiert ist, wie fährt dieses Auto? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, Elektroautos fahren sich sehr oft sehr ähnlich. Ein bisschen digital, ein bisschen losgelöst vom Fahrer. Man hat nicht so ein richtiges Gefühl, dass man mit dem Auto verbunden ist. Und ich habe die Hoffnung, dass ein elektrisches Hypercar das ändert. Ja, und ich würde sagen, jetzt habe ich schon wieder ganz viel gesabbelt, ganz viele Zahlen genannt. Jetzt starten wir rein in das Video und schauen uns den Nevera im Detail an. Wenn ihr mich fragt, ist er vom Design ein bisschen zurückhaltender als beispielsweise jetzt ein Koenigsegg oder auch ein Pagani. Besonders an dem Auto ist natürlich, klar, es hat ein Carbon-Chassis. Das gesamte Chassis wiegt 186 Kilo und hat keine zusätzlichen Aluminiumstrukturen oder so, wie bei vielen anderen Autos. Einzig die Crashträger, die sind hier aus Aluminium. Anil, wenn wir einmal rumgehen. Ich finde, es ist schon ein gelungenes Auto und wie es sich für ein Auto in dieser Preisklasse gehört, Flügeltüren. Und ich meine, ihr wisst ja, wenn die Türen nach oben aufgehen, das ist immer gut, ne? Noch schnell ans Heck geschaut, auch hier sieht man ganz klar, alles aus Carbon. Der Flügel, der fungiert auch als Airbrake. Je nach Fahrmodus stellt er sich auch auf. Und ja, ganz ehrlich, klar, ich könnte jetzt noch viel mehr zu der Optik sagen, aber das, was bei diesem Auto eigentlich entscheidend ist, ist natürlich die Technik. Und ich habe jetzt schon gesagt, wir haben in Summe 1914 PS. Das müsst ihr euch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 2360 Newtonmeter Gesamtdrehmoment. Das setzt sich zusammen aus jeweils zwei Motoren an der Vorderachse und zwei Motoren an der Hinterachse. Die Motoren vorne haben jeweils 307 PS, hinten jeweils 612 PS. Das sind wirklich Zahlen, die sind total jenseits von Gut und Böse. Das Auto wiegt 2,3 Tonnen. Das ist natürlich viel, aber es hat eben auch eine sehr große Batterie an Bord. Die Kapazität beträgt 120 Kilowattstunden, also wirklich riesengroß. Und interessant ist, wie sie verbaut wurde. Sie sitzt quasi, also viele der Zellen sitzen im Mitteltunnel. Und dann geht das Batteriepack hier hinten ja so quer. Und das ist ein bisschen, als hätte man ein Mittelmotorauto, also vom Layout her. Und ganz bewusst hat Rimac hier die Fahrgastzelle um die Sitze ausgespart, damit die Sitzposition möglichst niedrig sein kann. Noch ganz kurz zurückgesprungen zur Batterie, also 120 Kilowattstunden. Die Reichweite gibt Rimac an mit 490 Kilometern.
Ja, das ist natürlich super optimistisch. Wenn man sich also ganz, 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 ganz doll zusammenreißt, dann schafft man vielleicht diese 490 Kilometer. Aber ganz ehrlich, wenn du 1914 PS unterm rechten Fuß hast, ja, ich weiß nicht, wie gut man sich dann zusammenreißen kann. Also realistisch gesehen eher 300, 350 Kilometer vielleicht. Aber wenn ihr mich fragt, bei so einem Auto, das ist ja kein Auto, mit dem du irgendwie extrem lange Strecken zurücklegen willst, damit willst du halt ballern, ganz klar. Und wenn man das macht, ja, dann ist so eine Reichweite von 300 oder 350 Kilometern vielleicht verkraftbar, zumal man echt schnell nachladen kann. Also das Auto könnte mit 500 kW laden, aber ihr wisst ja, 500 kW Lader gibt es aktuell noch gar nicht. An Ionity 350 kW dauert so ungefähr, ja, von 0 bis 80%, so 20, 25 Minuten. Ja, und jetzt habe ich euch schon wieder ganz viele Zahlen und so genannt. Wir springen noch einmal ganz kurz rein, weil ich jetzt ja hier gerade stehe. Auffällig ist, viele Hypercars, auch schon viele Supersportwagen, haben ja durch das Carbon-Monocoque so ganz breite Schweller. Das entfällt hier, ist wirklich relativ einfach, der Einstieg, also für so ein flaches Auto. Und das Cockpit ist ultra aufgeräumt. Hier links habe ich einen Drehregler, damit starte ich das Auto, damit wähle ich dann einfach nur die Fahrstufe aus. Digitales Kombi-Instrument, hier noch ein digitales Display, ja, und das war es mehr oder weniger. Ich kann jetzt hierüber noch verschiedene Sachen einstellen, kann hier auch über diese Control-Einheit beispielsweise meinen Sitz elektrisch vor- oder zurück bewegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, wäre einfacher, wenn es am Sitz wäre, aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ganz ehrlich, warum erzähle ich euch das? Wir wollen doch eigentlich fahren, oder? Deshalb würde ich sagen, Tür zu, los geht's. So, Freunde, jetzt ist der Moment gekommen. Ich sitze im Rimac Nevera, das stärkste Auto, das ich je gefahren bin. 1914 PS, 2360 Newtonmeter. Also die Zahlen sind wirklich komplett verrückt, muss man ehrlich sagen. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, mir geht es gar nicht so sehr um die Zahlen, mir geht es mehr um das Feeling, weil ich oft das Gefühl habe, dass sich Elektroautos halt alle sehr ähnlich fahren. Und dieses Auto, so als Speerspitze der Elektromobilität, ich bin echt gespannt, ja, wie dieses Auto fährt, ob man wirklich so Emotionen spürt, auch wirklich eine Verbundenheit zum Auto. Ja, und ich würde sagen, das finden wir heute zusammen heraus. Ich sitze nicht alleine im Auto. Mit mir ist Goran hier im Nevera. Goran ist Testfahrer bei Rimac. Und ja, wir werden uns sicherlich zwischendurch auch mal auf Englisch unterhalten. Lasst euch davon nicht stören. Und dann würde ich sagen, ja, hier hat sich schon ein kleines Publikum gesammelt und wir fahren los. Also, viel Spaß. Während wir jetzt hier noch über das Gelände der Klassikstadt fahren, es gibt 5 Fahrmodi plus 2 Custom Modes. Wir fahren jetzt erstmal im einfachsten Modus, Cruise Modus. Da gehen 70% der Kraft an die Vorderräder und 70% an die Hinterräder, also der 4 Motoren. Und wir werden uns sicherlich durch die unterschiedlichen Modi einfach mal durchtesten. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind auf der öffentlichen Straße unterwegs. Es darf also auch nicht zu wild werden, ne? Das gilt natürlich hauptsächlich für mich. Das Piepen, was ihr vielleicht im Video hört, das ist hier die Einparkhilfe bzw. die Umgebungsaktivierung. Ich habe hier eine 360-Grad-Kamera auf dem Bildschirm und wenn Personen oder Fahrzeuge kommen, dann piept es hier. Also lasst euch davon nicht irritieren. Just muted here. Ah, okay. Während wir hier an der Ampel stehen, kann ich euch ja schon mal ein paar erste Eindrücke vom Cockpit mitteilen. Also anlassen beziehungsweise losfahren mit dem Auto ist relativ einfach. Fuß auf die Bremse, dann habe ich hier links so ein Rad. Da drücke ich einmal drauf, dann starte ich das Auto und dann drehe ich das ganz normal wie bei einem Automatikfahrzeug von P auf D. Dann Fuß von der Bremse und das Auto rollt los. Also eigentlich wirklich wie ein ganz normaler Automatikwagen. Was nicht so normal ist, ist natürlich hier oben habe ich jetzt stehen, wie viel
Leistung ich gerade verbrauche. Jetzt im Stand sind es ganze 2 kW. Und wenn man fährt, steht da eben, wie viele kW man noch in Reserve hat. Also 1400 kW, das sind 1914 PS. Das ist auf jeden Fall nicht alltäglich. Hier oben rechts sehe ich meinen Ladestand. 92% aktuell. Bedeutet hier jetzt umgerechnet 192 Kilometer. Ich vermute mal, das passt sich an den aktuellen oder an den letzten, an das letzte Fahrverhalten. Es wird gesagt, je nachdem wie man fährt, mit dem Nevera kann bis zu 490 Kilometer erreicht werden. Allerdings sind realistisch eher 350 Kilometer. Ganz ehrlich, das ist ja wohl eher ein Auto, was man eh zum Spaß haben rausholt und jetzt nicht für die lange Strecke. Von daher 350 Kilometer sind zwar nicht ultra viel, aber ich glaube, für die meisten sollte das ausreichen. Sitzposition gut. Ich bin aber auch relativ Normalmaß, also 1,83. Ihr seht es, ich habe gut Platz. Ich schätze mal, mit 1,90 passt das hier auch noch entspannt. Die Geräusche, ich bin jetzt ja erst ein paar Meter gefahren, aber es ist ganz interessant, hat Goran gerade schon gesagt. Alle Geräusche, die wir hier im Auto hören, sind natürlich. Also das sind alles Geräusche von den Motoren oder von dem Getriebe, wenn man so will. Also es wird nichts künstlich reinprojiziert, außer natürlich dieser Sound, den man haben muss bei Elektroautos. Das heißt, wenn man unterwegs ist, dass eben die Fußgänger gewarnt werden. Ansonsten alles natürliche Sounds. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört, wenn man ein bisschen schneller fährt. Hier war es jetzt bisher ja relativ dezent. Und ansonsten gibt es jetzt für den Moment noch gar nicht so viel weiteres zu sagen. Das war noch nicht Vollgas, Freunde, und wir fahren nur mit 70% Leistung. Ist ganz ehrlich ein bisschen angsteinflößend. Jetzt sind wir auf der Autobahn unterwegs, haben ein ganz bisschen Platz. Ich gebe einmal Vollgas jetzt. Okay. Also selbst wenn man es erwartet, dass es jetzt schnell wird, es ist schneller, als man es erwartet. Und vor allen Dingen ist es halt so krank unmittelbar. Und als ich gerade gebremst habe, konnte ich im Rückspiegel sehen, wie sich der Flügel aufgestellt hat als Airbrake. Und nochmal zur Erinnerung, also wir sind jetzt hier im Cruise-Mode unterwegs. Also wenn ihr mich fragt, hat das jetzt nicht viel mit Cruisen zu tun. Also ich kann cruisen, aber ich kann halt auch so fahren. Maybe we try sport first. Insane in terms of power. Ah, okay, yeah, then let's try track. Yeah. Okay, jetzt 100% Leistung, das erste Mal Vollgas. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also das ist wirklich... Das ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Dadurch, dass man keinen Sound hat, ist es irgendwie vom Gefühl her viel krasser. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es zoomt so alles vorbei. Ich muss noch die richtigen Worte finden, Freunde. Das Ding ist, wenn man jetzt Gas gibt hier auf der Autobahn, es ist unbegrenzt, dann ist das zwar alles erlaubt und alles auch im okayen Bereich, aber was ich mir dann immer denke, ist, die anderen Verkehrsteilnehmer, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie schnell man jetzt gerade da angerauscht kommt. Also
Das ist ja wirklich so unmittelbar, dass deutlich über 200 km/h anstehen. Ich meine, 100 auf 200 dauern in diesem Auto 2,59 Sekunden. 2,59 Sekunden. Guckt mal unten auf die Zeitleiste, wann 2,59 Sekunden rum sind. Wahrscheinlich jetzt. Dann hat man von 100 auf 200 beschleunigt. Die haben auf jeden Fall gut rübergeguckt in der A-Klasse. Ich weiß nur nicht, ob die wissen, was das für ein Auto ist. Das würde mich sowieso mal interessieren. Wie viele Leute, die jetzt vorbeifahren oder an denen wir vorbeifahren, wissen, was sie da gerade überholt hat. Dass sie da gerade das schnellste Elektroauto der Welt, schnellste Serien-Elektroauto der Welt überholt hat. Ich vermute fast nicht. That's just the electric. Yeah. Overall. Es ist so krass. Ich tippe das Gaspedal nur so ein ganz kleines bisschen an. Das ist wirklich so. Und es ist wirklich so viel vom Gaspedal, was ich benutze. So unmittelbar. Also, ein erstes kurzes Fazit nach der Autobahn-Etappe. Ja. Ich brauche immer noch die richtigen Worte, aber man hat wirklich das Gefühl, das Auto ist schneller, als man selber hinterherkommt. Also irgendwie auf den Tacho gucken beim Beschleunigen, vergiss es. Da hast du gar keine Zeit für, weil alles so schnell an einem vorbeifliegt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich krass. Dadurch, dass es keinen Sound hat, fühlt es sich auch nochmal irgendwie, ja, ich will nicht sagen befremdlicher an, aber noch irgendwie intensiver an, weil du denkst, boah, krass, wo kommt das denn jetzt alles her? Keine Gangwechsel, das ist alles so unmittelbar. Das ist schon wirklich beeindruckend. Gleichzeitig, ihr habt es gesehen, in der Stadt lässt sich das Auto wirklich total easy fahren. Also ganz normal wie jedes Automatikauto eigentlich. Aber um ehrlich zu sein mit euch, dass das Auto unfassbar schnell sein wird, davon bin ich einfach ausgegangen. Ich meine, 1914 PS, 2360 Newtonmeter, das sind Zahlen, die sind einfach nur krank, das muss man ja wirklich sagen. Aber wirklich interessant wird für mich der jetzige Part. Einfach mal zu gucken, wie handelt das Auto. Jetzt habe ich schon das Gefühl, okay, die Lenkung gibt mir schon mal ein ganz gutes Feedback. Aber wie verhält sich das Auto auch, wenn man jetzt halt mal auf einer Landstraße fährt und nicht nur geradeaus? Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf und da würde ich sagen, das testen wir als nächstes. Also, es fällt mir tatsächlich schwer, während des Fahrens zu moderieren, was mir normalerweise nicht so schwer fällt, aber man muss wirklich sich komplett auf dieses Auto anpassen. Das Auto ist so schnell, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht auf beide Sachen konzentrieren in diesem Fall. Deshalb jetzt hier, wo wir kurz nochmal durch den Ort fahren, meine Eindrücke, wir sind jetzt ein paar Kurven gefahren, natürlich weit, weit entfernt vom Limit, aber ich meine, mit diesem Auto ist man halt auch überall instant viel zu schnell. Aber was beeindruckend ist, ich meine, das Auto wiegt 2,3 Tonnen, wie agil sich das Auto fährt. Also einlenken so und man spürt dieses Gewicht gar nicht so stark. Und der Weg zwischen den Kurven, der ist wirklich so, zack, ist vorbei. Dann ist der Weg einfach, ist die nächste Kurve wieder da. Was ich wirklich kaum begreifen kann, ist die Traktion. Ich meine, wir sind hier auf Straßenreifen unterwegs, PS4S. Und ich habe hier einfach unter meinem rechten Fuß 1914 PS. Überlegt euch das mal. Die meisten Autos mit Hinterradantrieb bei 400 PS, wenn du voll reinlatscht, drehen die halt schon durch. Jetzt hier, wenn ich jetzt Vollgas gebe, nicht mal einmal ganz kurz irgendwie Traktionsprobleme, gar nichts. Es ist wirklich bam und du sitzt so und denkst nur, okay, krass. Und dann musst du auch schon wieder bremsen, weil du bist schon wieder viel zu schnell. Also ich sag's euch, wie es ist. So eine kurze Fahrt reicht überhaupt nicht, um wirklich zu begreifen, was das Auto auch alles kann. In diesen Kurven kann ich zumindest so ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das Auto halt handelt. Und dass es sich schon anders handelt als die meisten Elektroautos,
Weil bei den meisten Elektroautos habe ich immer so ein Gefühl, ja, dass sie viel zu digital fahren. Also du fährst eine Kurve und denkst, ja, bin ich jetzt schon am Limit oder habe ich noch viel Platz? Also die sind einfach so für mich viel zu digital. In diesem Auto ist es zwar immer noch so, aber viel besser. Es handelt sich halt wirklich wie ein Auto und nicht einfach irgendwie, ja, als würde ich ein Videospiel spielen. Bremsen auch extrem gut. Ich meine, klar, wir haben 390 mm Scheiben rundum plus Rekuperation. Also in der höchsten Rekuperationsstufe können wir mit 350 kW, also deutlich über 400 PS, quasi rekuperieren. Gerade haben wir jetzt relativ schlechte Straßen, immer wieder Bodenwellen, Schlaglöcher und trotzdem finde ich das Auto relativ komfortabel und wir sind jetzt schon im Sportmodus unterwegs. Was auffällig ist, dadurch, dass wir ja kein wirkliches Motorengeräusch haben, kein Motorsound, hört man natürlich alle anderen Geräusche viel mehr. Man hört halt, wenn irgendwie Steine in den Rathäusern sind, man hört halt die Abrollgeräusche viel mehr. Also es ist trotzdem nicht leise hier drin. Man hat halt viele Geräusche, ganz anders als man es gewohnt ist. Aber relativ komfortabel, das finde ich tatsächlich überraschend. Und wenn man jetzt so einfach in einem Ort unterwegs ist, kann man echt entspannt damit fahren. Wenn man dann aus dem Ort rausfährt, dann Gas gibt. Das war jetzt nicht ansatzweise Vollgas. Also es ist schon, auch jetzt mitten in der Kurve kann ich einfach weiter Gas geben. Nach einer guten halben Stunde so hinterm Steuer des Rimac Nevera versuche ich euch mal einfach meine Fahreindrücke, die ich jetzt auf dieser kurzen Strecke zumindest sammeln konnte, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, ich glaube, ihr habt es gesehen im Video, dass das Ding unfassbar schnell ist. Ja, das war wenig überraschend, wie schnell es sich dann anfühlt. Ja, das kann man wirklich kaum in Worte beschreiben. Das ist wirklich so, dass alles nur noch vorbeifliegt und man denkt, boah, ist das unglaublich. Und dann musst du eigentlich schon immer permanent wieder bremsen. Was mich ja wirklich interessiert hat, war, wie lässt sich dieses Auto fahren? Habe ich das Gefühl als Fahrer, ich habe eine Verbindung zum Auto oder ist es so dieses digitale Fahrgefühl, was ich bei ganz, ganz vielen Elektroautos heutzutage habe? Um diese Frage wirklich abschließend beantworten zu können, müsste ich eigentlich viel mehr Zeit mit dem Auto verbringen. Das ist ja wirklich jetzt hier nur so die Spitze des Eisbergs, um ehrlich zu sein. Einfach mal so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Wir sind hier auf öffentlichen Straßen. Natürlich muss man sich hier überall an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Aber so allein was Einlenkverhalten angeht, bin ich schon sehr angetan. Also es fährt sich auf jeden Fall anders als jegliches anderes Elektroauto, was ich bisher gefahren bin. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Geschwindigkeit, das mal außen vor. Es ist wirklich sehr agil. Dafür, dass es 2,3 Tonnen wiegt, hat man das Gefühl, ein viel handlicheres Auto zu fahren. Gleichzeitig ist das Auto super fahrbar, was jetzt so die Alltagstauglichkeit angeht. Wenn wir jetzt in der Stadt fahren, so wie eben, oder auch jetzt hier ganz entspannt rumfahren, es ist nicht sonderlich laut. Klar, man hört halt so Umgebungsgeräusche, man hört die Abrollgeräusche. Aber abgesehen davon ist es wirklich angenehm zu fahren und recht einfach, wenn man sich halt klar macht, dass da einfach unter deinem Fuß 1914 PS und 2360 Newtonmeter lauern, quasi nur darauf warten, abgefeuert zu werden. Also man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber auch das Pedalgefühl. Ich hätte gedacht, ja, es ist viel schwieriger zu dosieren. Wie gesagt, so viel Leistung, überlegt euch das mal, das ist so viel wie drei 911 Turbo S in einem Auto. So, das ist Wahnsinn. Und trotzdem kann ich relativ genau modulieren, wie viel Gas ich gebe. Auch bei der Bremse ist jetzt nicht so, dass wenn ich bremse, wir hier so übelst nach vorne nicken. Das kann man alles ganz gut dosieren. Und diese Fahrbarkeit bzw. dieser Kompromiss aus extremer Beschleunigung, also auch einer Beschleunigung, die ich so
noch nie erlebt habe. Und der Fahrbarkeit, das ist eigentlich das, was das Auto ausmacht. Es ist eigentlich schon fast zu perfekt für ein Hypercar. Bei einem Hypercar wünsche ich mir auch noch so ein bisschen Spektakel. Left foot on the brake. Full throttle. Release the brake. And the bike. Das war aber wieder eine wirklich wilde Fahrt. Das stärkste Auto, das ich bisher fahren durfte. Und was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, wie viel dieses Auto kostet. Der Rimac Nevera kostet 2 Millionen Euro netto. Das heißt, in Deutschland reden wir über 2,38 Millionen Euro. Und 150 Stück werden gebaut. Aktuell sind ungefähr so 20 fertig. Ganz besonderer Kunde, sehr bekannt, Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister. Der hat schon einen Nevera. Aber, und das ist interessant, es sind ungefähr erst 50 Stück verkauft. Das heißt, ein Drittel der Produktion ist ausverkauft. 100 Autos wären theoretisch noch zu haben. Und da wird es eigentlich wirklich für mich auch interessant. Denn wenn heutzutage irgendein großer Hersteller oder auch kleinere Hersteller, namhafte Hersteller Hypercars rausbringen, sind die eigentlich fast immer instant ausverkauft. Hier beim Rimac Nevera ist das nicht so. Und das bringt mich so ein bisschen, oder stellt sich für mich die Frage, ist die Welt vielleicht einfach noch nicht bereit für elektrische Hypercars? Ist Rimac vielleicht einfach noch ein bisschen voraus? Denn solange es noch Alternativen gibt, wie Koenigsegg, Pagani, Bugatti, die eben noch mit Verbrenner sind, die auch dieses Spektakel noch bieten, könnte es einfach noch ein bisschen zu früh sein. Ich habe es ja eben schon in meinem kleinen Fazit während der Fahrt gesagt. Es ist super beeindruckend, das Auto. Ultra schnell, darüber brauchen wir nicht zu reden, das habe ich mir schon genauso gedacht. Also sofern man sich das denken kann, wie 1914 PS so fahren. Aber es ist fast schon zu perfekt. Es ist super einfach zu fahren, ultra schnell. Aber mir gehen so ein bisschen die Emotionen verloren. Und wenn ich persönlich in der Lage wäre, 2,5 Millionen Euro für ein Auto auszugeben, dann weiß ich nicht, ob ich dazu greifen würde, ob ich sagen würde, ja, dann nehme ich halt lieber einen Verbrenner, der mir noch dieses Spektakel bietet, der vielleicht auch nicht perfekt ist, aber der mir irgendwie noch so, ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst macht. Von daher, es ist ein beeindruckendes Stück Technik und ich bin mir sicher, in einigen Jahren wird das wirklich der Vorreiter für diese Klasse. Ich meine, es gibt diese Klasse ja eigentlich noch gar nicht. Das ist das einzige elektrische Hypercar. Klar, mit dem Pininfarina Battista, aber das ist das gleiche Chassis darunter. Und in Zukunft wird noch der Lotus Evija kommen. Aber es ist eine Klasse, die eigentlich ganz am Anfang steht. Und Rimac ist der Vorreiter. Super beeindruckend, das Auto mal gefahren zu sein. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Auto natürlich gefällt. Was sagt ihr? Elektrische Hypercars? Ja oder eher nein? Oder vielleicht erst in Zukunft? Oder sagt ihr genauso 1,8 Sekunden auf 100, 9,22 Sekunden auf 300, das ist es. Es geht wirklich um die Zahlen. Und schreibt natürlich auch gerne, wie euch das Video gefallen hat. Wir hatten heute ein bisschen wenig Zeit, waren wie immer sehr unter Zeitdruck, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ansonsten kennt ihr ja das Spiel, liken, subscriben, teilen und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.